Die Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt will ihre Partei zur führenden Oppositionskraft machen und als stärkste Kraft der Opposition wahrgenommen werden. Das sagte sie im Welt-Interview. Dazu müsste ihre Partei stark werden und deutlich zweistellig sein. Die Grünen, so Göring-Eckardt, müssten sich an der Wirklichkeit orientieren. Darum würden einige Forderungen steiler sein als in der Vergangenheit. Wenn der Klimaschutz oder das Artensterben über Jahre ignoriert werden, müssen wir umfassendere Maßnahmen fordern, so Göring-Eckardt.